So Leute, Zeit für eine neue Let's Play-Reihe und wir werden in den nächsten Wochen, Monaten ein bisschen Don't Starve unsicher machen. Das neue Survival-Spiel von den Machern von Spielen wie Shank oder auch Mark of the Ninja. Klei Entertainment, die haben, wir können ja mal ganz kurz die offizielle Webseite aufrufen, haben das Spiel momentan in der Beta veröffentlicht und gehen da so ein bisschen den Weg, den auch zum Beispiel Mojang damals mit Minecraft gegangen ist. Das heißt, sie veröffentlichen das Spiel, man kann sich die Beta kaufen. Ich kann euch das mal ganz kurz hier zeigen, bevor wir reinspringen. Man kann sich das Spiel momentan für knapp 6 beziehungsweise knapp 7 Dollar kann man es sich kaufen, kann dann die Beta spielen, kriegt das Spiel später gratis, wenn es rauskommt. Und ja, momentan haufenweise Updates, die veröffentlicht werden. Und wir werden jetzt mal ein bisschen losspielen. Hier sehen wir einen unserer Hauptcharaktere, momentan Wilson, den einzigen, den ich freigeschaltet habe. Es gibt hier noch haufenweise andere Charaktere, die man nach und nach freischalten kann. Und Don't Starve ist im Grunde genommen, erinnert ein bisschen an Minecraft, hat aber auch viel von guten Survival-Spielen. Und ja, wir werden jetzt hier, wir sehen hier, Wilson ist ein ja relativ verrückter Wissenschaftler, der einen Deal mit einem Dämon gemacht hat, den Deal wohl nicht eingehalten hat und jetzt von diesem Dämon in der Wildnis ausgesetzt wird. Und das werden wir jetzt gleich, wenn wir das Spiel, hier wird gerade die Welt generiert. Auch jede Welt, wenn ihr startet, wird neu generiert, ist anders, also hoher Wiederspielwert. Und wir werden gleich so ein bisschen, ja, grobe Anleihen von diesem Deal sehen, beziehungsweise wie wir in der Wildnis ausgesetzt werden. Und dann geht es wirklich darum, ja, zu überleben. Und das ist sehr interessant und das macht eine Menge Spaß. Und deshalb habe ich mir Don't Starve auch für ein Let's Play ausgesucht, weil ich es einfach für ein fantastisches Spiel halte. So, wir sehen es hier gerade, ready to play, how long will you survive? Also wie lange werden wir überleben? Ja, das werden wir noch rausfinden. So, jetzt sehen wir hier Wilson, der am Boden liegt, und den Dämon Maxwell, und der uns sagt, ja, du siehst nicht so gut aus, du findest besser was zu essen, bevor die Nacht kommt. Und wir versuchen jetzt aus dieser, ja, aus diesem Gebiet, wo wir sind, wir wissen noch nicht, wo wir sind, ich kann hier mal rauszoomen ein bisschen, versuchen hier uns jetzt quasi zurechtzufinden. So, das erste, was wir jetzt sehen, ist, wir haben hier einen Tagzyklus. Das heißt, die Tage laufen ab. Wir haben die Sonnenstunden hier. Hier wird's dunkel, da kommen nachts Monster raus. Ja, auch hier Minecraft lässt grüßen, auch wenn wir keine Creeper haben, die zu hören sind. Boom! Wir haben ein Crafting-Menü, was noch sehr wichtig gleich wird, denn hier können wir zum Beispiel Gegenstände herstellen wie Äxte, die wichtig sind, um Bäume abzufällen, Pickaxe, um zum Beispiel Steine abzubauen, wir können schaufeln, wir können Löcher graben, wir können Feuer errichten, was nachts sehr wichtig ist, müssen die Feuer am Leben halten, Farmen können wir errichten, Fallen, um zum Beispiel Kaninchen zu fangen. So, womit ich jetzt anfange, ist relativ einfach. Wir sammeln hier mal ein bisschen alles ein, was wir momentan einsammeln können, denn wir können zum Beispiel diese Bäume zum aktuellen Zeitpunkt, wo uns sagt, it's all piney, noch nicht einsammeln, denn wir haben keine Axt. Das heißt, wir halten uns jetzt erstmal an die kleinen Sachen am Boden, sowas hier wie diese ja, kleinen Sträucher, können ein paar Blumen aufsammeln und versuchen jetzt erstmal möglichst viel zu sammeln, während die Zeit hier abläuft. Oh, hier haben wir ein Sumpfgebiet, glaube ich, an der Seite. Ja, hier sammeln wir aber nochmal. Ah, ne, ist eher so ein, ja, doch so eine Art Moor. So, und versuchen jetzt erstmal möglichst viel zu sammeln, um quasi die erste Nacht zu überstehen. Und dafür ist es dann relativ wichtig, dass wir uns bei Nacht ein Feuer bauen. Wir sehen es hier in dem Menü. Ich könnte mir jetzt schon eine Fackel bauen, weil ich ein bisschen Gras gesammelt habe und ein paar Sträucher. Um die Nacht wirklich effektiv zu überleben, ist ein Campfire ganz wichtig. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen Holz sammeln. Das heißt, wir müssen Bäume abfällen. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen Flint. Und da müssen wir uns jetzt mal umschauen, wo hier... Ja, oh, hier haben wir zum Beispiel, wo Flint rumliegt. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel ein Spinnennest. Da halte ich mich erstmal vom Fern, weil ich noch keine Waffen habe. Ja, ein paar Kaninchen, die rumlaufen. Dann gehen wir auch mal. Ein paar Bären können wir uns mal sammeln, denn ihr seht schon, unsere Energie geht runter. Wir müssen also uns auch wirklich auch ums Essen kümmern. Das heißt, ich kann jetzt hier mal, können wir mal ein bisschen reinzoomen, wenn er isst. Schöner Artstyle, gefällt mir richtig gut momentan. So, und wir laufen jetzt mal hier rum und ich guck mal, ob ich hier... Oh, hier haben wir schon eine Kante. Ja, die Maps sind relativ groß, werden auch irgendwie mit jedem Beta-Update ein bisschen größer. So, da oben liegt schon mal Flint.
Hier ist eine Karotte, sehr schön, sammeln wir auch ein. Und hier ist noch ein Flint. So, und jetzt können wir uns nämlich eine Axt bauen. Wir sehen es, das ist hier direkt freigeschaltet. Wenn ihr euch jetzt wundert, dass hier einige Crafting-Menüs noch relativ leer sind, wie zum Beispiel die Fallen, wo momentan nur normale Fallen drin sind, das liegt einfach daran, dass das Spiel, wie gesagt, in der Beta ist und sich eigentlich momentan fast wöchentlich weiterentwickelt. So, bauen jetzt hier mal eine Axt, rüsten die direkt aus. Dann gehen wir hier schon mal direkt an den ersten Baum. So, machen den mal ein bisschen klein. Schon ein bisschen Holz gesammelt. Ja, es wäre natürlich ganz gut, jetzt zurück zum Wäldchen zu laufen. Wobei hier stehen überall Bäume. So, sammeln hier auch noch ein bisschen. Ja, komm, den nehmen wir auch weg, den kleinen. So, ich sammle wirklich möglichst viel ein, bevor es zur Nacht kommt. Und wir müssen auch gucken, dass wir ein bisschen mehr Holz haben, als wir brauchen. Denn wir müssen, wie gesagt, nachts dafür sorgen, dass wirklich, ja, unser Feuer weiter brennt. Denn das geht aus und, ja, das ist nicht ganz gut. Denn wenn es komplett dunkel ist, dann stirbt man eigentlich fast direkt. Also dann kommen Monster an und man hat eigentlich keine Chance mehr, sich irgendwie zu wehren. Also bei Minecraft ist es ja eigentlich ähnlich. Deshalb kann man mal gut diese Vergleiche ziehen. Ich meine, es ist als Spiel natürlich vollkommen anders, weil wir hier keine Dinge bauen. Also wir können zwar Dinge bauen, aber wir errichten hier keine, ja, komplexen Häuser. Wir könnten auch mal versuchen, hier das Spinnennest anzugreifen, das für die Nacht wegzunehmen. So, greifen wir mal an. Jetzt kommen ein paar Spinnen raus. Ihr seht's. So, ich kite die mal ein bisschen hinter mir her. Versucht die immer so ein bisschen zu isolieren. Ups, während ich hier im Sack kriege gerade. So, lass sie einmal angreifen. Dann werden sie nämlich ein bisschen langsamer. So, genau, jetzt habe ich sie isoliert. Zwei Schläge reichen dann. Und netterweise lassen die ein bisschen Fleisch fangen, fallen. Und das kann ich mir bei Nacht dann, ja, schön zu Gemüte führen. So, jetzt gehen wir mal eben kurz zu deren Spinnennest. Machen das auch noch platt. Ich hoffe, da kommt nichts mehr raus. Denn, wie wir es hier sehen, wir kriegen sowohl Spinneneier, wir kriegen Silk, also ein bisschen Seide. Und Seide ist dann für solche Dinge wichtig wie, ja, für irgendwas, was wir herstellen können später. Da müssen wir uns mal umschauen. Ich würde fast sagen, wir sehen jetzt gerade, it's getting late, I need to make a fire. Und wir müssen uns jetzt wirklich ums Feuer kümmern. Das heißt, wir richten hier direkt mal unser Lager, wobei ein bisschen, machen wir mal hier, nicht zu nah hier dran. Denn Feuer haben das Problem, dass sie einfach gerne mal die Umgebung ein bisschen abbrennen. So, gucken jetzt mal. Nice and comfy wird. Oh, da kommt eine Spinne. Was will die denn hier? Ja, das erlebt man nicht häufig, dass Spinnen dann wirklich ins Lager rankommen, wenn da Licht ist. So, wir machen hier mal noch ein paar Bäume platt. Ich gucke immer ganz gerne anfangs, dass ich mich so ein bisschen auf der Karte versuche zu orientieren, um einfach einen guten Überblick zu kriegen. Also wir brauchen, unser Endziel ist es natürlich, irgendwo uns wirklich ein schönes Lager anzulegen, wo wir dann zum Beispiel solche Sachen hinstellen wie, lass mich mal schauen, hier Farmland. Oder wir haben auch die Möglichkeit, ein Zelt zu erstellen. Also wirklich ein richtiges Lager kriegen und, ja, dafür, oh, jetzt wird's hier, oh, das ist aber eine, ist das eine größere? Na komm. Ja, ihr seht es gerade, die Spinne ist so ein bisschen zusammengezuckt und das liegt einfach daran, weil es dunkel ist. So, das Feuer ist noch in Ordnung. Jetzt würde ich sagen, wir kümmern uns mal darum, dass wir das Fleisch hier mal braten. So, denn wenn ich das so esse, dann wirkt sich das auf meine Lebensenergie aus und dieses Monsterfleisch ist nicht ganz so gut für Wilson. So, jetzt würde ich sagen, hier so ein schönes, ja, Spinnbrot hat doch was. So, wir sehen, unsere Energie geht hoch. So, komm, eins geht noch. Dann haben wir wieder volle Energie. Ja, sehr schön. So, unsere Lebensenergie restort sich dann selbstständig sozusagen. Ich kann übrigens auch hier in das Campfire, ich könnte jetzt sowas hier sagen, wie, komm, ich nehme die Spinneneier und verfütter die da rein mal. Denn ihr seht, mein Inventar ist momentan relativ stark begrenzt und auf lange Sicht muss ich mir dann auch sowas wie Kisten bauen, die ich dann in mein Lager stelle und habe natürlich schön auf der Map jederzeit den Überblick, wo bin ich und, also die Maps sind groß, werden mit jedem Update größer und es gibt einfach viel zu tun auf den Maps. Also wir haben zum Beispiel NPCs, sowas wie Schweinemänner, denen wir Zeug füttern können, die uns unterstützen. Wir haben
Bienen, die wir ja quasi deren Honig wir klauen können, der sehr effizient ist. Und mit jedem Update wird das Spiel einfach ein ganzes Stück besser und macht mir echt eine Menge Spaß. So, jetzt würde ich sagen, mal gucken gerade, wir erstellen uns hier mal eine Falle, denn gleich will ich mal auf Kaninchenjagd gehen. So, die haben wir hier. Wir haben eine Karotte. Das sind die beiden Sachen, die wir brauchen. Jetzt warten wir natürlich wieder, dass die Nacht vorbei ist. Mal gucken. Ja, wir können noch ein paar. Na, wobei, wie viel Energie haben wir? 90. Ja, essen wir noch ein paar Beeren. Wir haben es ja momentan. Ich könnte mir natürlich hier auch eine kleine Fackel erstellen und dann so ein bisschen hier rumlaufen. Zum aktuellen Zeitpunkt lohnt sich's für mich noch nicht, denn ich halte mich hier lieber erstmal an mein Lager. So, die Nacht ist vorüber und wir haben jetzt im Grunde genommen quasi ein Ziel. Also zum einen warten wir jetzt gleich, schnappen wir uns hier mal ein Kaninchen. Zum anderen seht ihr hier oben das. Das sind unsere Forschungspunkte. Und ihr habt schon wahrscheinlich gesehen, einige Sachen sind hier gesperrt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Schweinehaus bauen möchte, dann muss ich dafür 400 Forschungspunkte investieren. Um das zu machen, ist eigentlich so das Erste, was man sich immer bauen sollte. Wo haben wir es gerade? Nicht die B-Box. Keine Beatbox, sondern die B-Box. Wicke, wicke, da können wir, wo haben wir es denn gerade? Hier, die Science Machine. Das ist quasi so unser erstes Ziel, denn die Science Machine, da können wir sozusagen Zeug reinpacken und also alles, was wir in der Tasche haben, packen wir in die Science Machine rein und die gibt uns dann diese Forschungspunkte, mit denen wir neue Sachen freischalten können. So, mal gucken, ja, ist immer noch kein Kaninchen. Ach, das ist Kaninchen. So, jetzt nutzen wir das mal. Wir setzen hier mal eine Falle hin, packen die Möhre drunter und gehen jetzt mal weg. Also so ein bisschen. So, schauen jetzt mal. Das Kaninchen nähert sich der Beute ganz langsam, während der stille Jäger wartet. Er schaut in die Ferne, während sich das Kaninchen nähert. Und die Falle macht Klick. So, da haben wir das Kaninchen uns geschnappt. Das ist natürlich sehr angenehm. Jetzt gehen wir hier direkt mal zum Feuer und packen das Kaninchenfleisch drüber. So, sehr schön. Wenn unsere Energie niedrig wird, haben wir da ja ein Problem weniger. So, jetzt kümmern wir uns mal um ein paar Bäume. Denn wie gesagt, ich will jetzt als nächstes die Science Machine bauen. Und dafür brauchen wir haufenweise Zeug. Ihr übrigens seht hier, fallen auch immer Pinecones, von denen ich schon einige eingesammelt habe. Damit kann ich sozusagen neue Bäume pflanzen, was relativ wichtig ist, sich so ein bisschen um das Ökosystem auch zu kümmern, denn wenn man das nicht tut, kann es halt passieren, dass man irgendwann in einer komplett abgestorbenen Gegend rumsitzt und ja, das ist nicht ganz so angenehm, um ehrlich zu sein. Deshalb frühzeitig darum kümmern, dass alles geregelt wird. Ups, habe ich gerade stehen lassen, was soll's.